Willkommen zurück zu Nio. Ja, wir haben den Weg hier hingefunden. Beim letzten Mal musste ich ein bisschen suchen, wir haben mich verlaufen. Also ich bin jetzt davon aus, wenn wir nach oben gehen, geht es zum Richtung Ende. Ob ich hier runterspringen... Jetzt bin ich hier schon... runterspringen soll. Dann schon mal weg. Ich weiß natürlich nicht, ob hier oben noch Loot liegt. Nö. Der Typ ist auch erledigt. Spinne, da hängt eine Spinne. Nee. Und da hinten ist wahrscheinlich nur der Bruchteil, was noch fehlt. Okay. Ach, verdammte kleine Kackspinne. Stirbt mit Würde. So, hier können wir eine Abkürzung aufmachen. Sehr schön. Los, ja, danke. Bin es einfach runtergefallen. Alles, was sie jetzt an Loot dabei hat, bis auf den Splitter. Also das Bruchstück ist alles da runtergesegelt. Finde ich nicht toll. Finde ich gar nicht toll. Egal. Tel Aviv. So, einfach hier rauf. Gleich Bosszeit. Da brauche ich wieder zwei Folgen für. Nein, also Feuer ran. Kodama habe ich noch nicht gefunden, ne? War das? So, ein Schwert weggesteckt. Ich dachte schon, jetzt los hier. Hm. Hier draußen Cookie machen. Ah, da ist doch noch ein Nest, was mir fehlt. Ein Tierchen schon wieder aktiv. Stück Nummer 6. Hey! Der Wecker des Hiragumo. Jetzt eine neue Waffe.
Wer zumindest noch nicht. Vielleicht krieg ich es nach der Mission. Ah, ein blaues Doppel-Taichi. Da Kodama. Ein Kodama, oder? Ja, ist noch einer. Ach, wie viel habe ich denn schon übersehen, wenn die auch in Eiern versteckt sind? Das ist ja viel. Erstmal umgucken. Vorne hängt schon wieder eine Spinne an der Decke. Die Tür ist von der anderen Seite verschlossen, ob ich den treffe. Oh Gott, ich traue mich doch nicht dran. Tata. Ich veräppeln hier. Einmal hat mir gereicht. Huch, da ist noch ein Schrein. Da ist noch mal eine. Fest. Von hinten anpirschen hier, während ich mir hier mit Spinnen rumärgere. Das ist echt fies, du Sau. Echt fies. Okay. Ach Gott, nein, ja. Da hatte der einen Helm auf. Stärkeres. Nein, ist doch nicht mein Ernst. Manchmal, ne, ärgere ich mich doch um meine Unfähigkeit. Jetzt noch weiter rennen. Save ich noch mal hier meine Position, weil ich muss irgendwo auf den Boss kommen, weil hier oben ist der lila Kreis. Da ganz hinten ist noch ein Kodama. Das reicht noch nicht für Level up. Aber bald wieder. Kriegt, was er verdient. Nein, ich habe die Spinne nicht mehr gedacht. Die sind wieder da. Ärgerlich. Ärgerlich. Wenn sowas nochmal passiert. Er ist natürlich wieder da. Kodama. Wie komme ich denn da hin, verdammt?
Da ist auch noch was. Wie von oben darunter. Ist ja schon der Boss. Verdammt. Das gerade da war noch. Das auch nicht. Geht's nur in den Schrein. Hier oben ist das auch nicht. Das muss irgendwo hier auf der Etage sein. Kommen. Wow, ist eine Leiter. Wow. Okay, reinig zu. Ist das die richtige? So nicht? Jawohl. Bogenschützengewand, den Epic. Besser. Ah, kleiner Godama. Mach nach Hause. Aber ich habe nicht alle gefunden. Mir fehlen noch tatsächlich welche. Sehr ärgerlich. Wo ich ja theoretisch überall war, weil ich ja. Na, Geist. Die Bruchstücke alle gefunden haben. Dann müsste ich eigentlich überall gewesen sein. Egal, jetzt wird es Zeit, mich wieder zu blamieren. Yeah.
den Talisman vorbei. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ah. Okay, war lame. Fort hier Talismane. Und der wilde Stier. Rüstung, Lundenschloss. Oh. Ah, aber schön, auch mal einen Boss beim ersten Mal zu schaffen. Okay. Ja, ich dachte, ich hätte schon ein paar bessere Waffen gefunden. Der ist immer noch besser als das Lundenschloss. Ne? Aber gut. Ach nee, das da unten habe ich. Das ist 110. 29. So, jetzt habe ich gespeichert, weil das ein Z ist. Übertroffener Krieger. Jetzt wird jede Menge Schmiede arbeiten. Ja, gehen wir jetzt mal raus. Ja, jetzt haben wir die erste Hauptmission erledigt und wir fehlen immer noch ein paar Kodamas. Ansonsten hätten wir nämlich eine Einbindung bekommen, dass wir alle. この茶室好きに使うがよい。主君をあやめ、将軍をあやめ、大仏を焼き、山岳を成したと信長に言わしめたこのわしが、内心ごときに見えると思うたか。 Ich mag den Dungeon irgendwie nicht. Besessen von Itokuri durch Geistheilung. Oh, eine Spinne. Oh, schön, wie süß. Die hat bestimmt Gift. Das wäre cool. Ich muss mal gucken, ob die Gift hat.
Ein wunderschöner neuer Schutzgeist. Mal gucken, was haben wir denn jetzt eigentlich noch? Müssen wir eine neue Hauptmission haben? Nebenmission? Bündnisfestung abgeschlossen. Wir haben, was haben wir dafür nochmal bekommen? Ein Shinigiku-Medizin und ein Fächer und drei Kayaku-Dama-Bomben. Zudem noch 10.200 und 5.700 Amerita. Online-PvP-Modus wurde hinzufügt. Du kannst ihn aufrufen, indem du den Tori-Pforte Kampf auswählst. Ne, ich will ja keinen. Und die Fähigkeit verborgenes Theos wurde freigeschaltet. Ja, ne? Teehaus. Schau mal, was das Teehaus überhaupt so zu bieten hat. Marebito wa kangei suru zo. Okay, wir können uns jetzt an jemanden anschließen. Okay, einen Clan mit Mitgliedern. Sonderbelohnung, tägliche Sonderbelohnung, Doppelkatana spenden. Mal 14, vorletztes Mal 14. Karten aufheben. Belebte Waffen, Benutzung, Verhütung, nee. Verhinderung bei Tod. Elixier, oder ist natürlich was. Oh hier, 4% erhaltenes Amrita und von Feinden erhaltenes Gold. Ah, Angriff Speer. Angriffskraft belebter Waffen, kein Schaden von hinten. Ausweichen, Vertrautheitsbonus. Herrschung, Schadensreduktion, angreifen, Erdschaden. Der Anzeigebonus für Verbündete, belebte Waffen, reduzierte Inventarschaden. Nee, Nahkampf, Wasserbogen, Bogenschaden, Nahkampfangriff, die Effekte D minus, Handrohrschaden, Blitzschaden. Nee, wenn dann nehme ich den hier. Warspenden. Clan-Analyse. 1. Clan, den du dich angeschlossen hast, werden über dein Spielerkonto verwaltet. 2. Du kannst deine Gefolgschaft nicht offline ändern. Möchtest du wirklich? Ja, natürlich. Clan-Kampf-Informationen werden aktualisiert. Bitte warte einen Moment. Da ist schon wieder Dialoge für mich. Ich möchte mehr erfahren. Achso. Sonst noch was? Möchte die Stimmung her? Nee. Clankämpfer, das ist die Rangliste. Dann kann man die Spende machen. Ein Handrohr spenden. Ah. Von mir. Wechseln, verwandeln. Habe ja nichts gesammelt. Ich hab schon Ruhm. Boah, ich hab schon 443 Ruhm. Na erst. Was haben wir denn hier? Oha. Mich in Hattori Hanzo zu verwandeln, kostet mich 1300. 70.000. Du erhältst zufällig folgenden ungewöhnlichen oder seltenen Gegenstand. Katana. Manchmal erhältst du sogar einzigartige Ausrüstungsgegenstände. Könnte ich ja mal benutzen. Armschutz, Beinschutz, also eigentlich alles, was man so tragen kann. Kann ja einmal ausrühren, komm, einmal ausrühren. Und? Gelb. Puh. 47. Tonne kloppen. Okay, kann ich nichts machen. Alla du so. Wir haben hier noch einiges zu tun. Das ist nur eine Nebenmission.
Die Mission, war das die Hauptmission? Ja, fallender Schnee, Stufe 55. Hier, ich brauche mein Buch der Reinkarnation. Cool. Sandelholzsplitter. Menschenfresserin, dann machen wir später als nächstes. Aber ich beende die Folge jetzt erstmal. Ich werde noch mein Inventar wieder lernen, vielleicht was Neues schmieden und dann sehen wir uns bald wieder. Bei Neo. Bye, bye.